Hi meine Freunde, willkommen hier zum FC Arsenal gegen Hull City. Die Transferphase ist vorbei. Wir haben noch ein bisschen eingekauft und haben jetzt ein bisschen durchrotiert, sodass alle Transfers, die ihr noch nicht kennt, auf dem Platz stehen. Also wir haben ein paar Spiele simuliert, sowas wie englischer Liga-Pokal gegen irgendwelche K-Clubs. Das haben wir simuliert, da sind wir ganz locker weiter. Wir sind auch Erster mit 52 Punkten, Man United Zweiter und Middlesbrough ist ziemlich abgeschlagen. Wir haben viel verkauft, viel gekauft noch in den letzten Stunden. Haben die ganzen Leute losgekriegt, die wir nicht mehr haben wollten, wie Jenkinson, wie den Arrizabalaga-Torhüter. Dann haben wir jetzt eben noch Diarra verpflichtet für 19 Millionen Euro und Gilavogi für 15 Millionen Euro. Plus, wer war es nochmal? El Neni war es, glaube ich, genau. Und dafür haben wir eben aber Danny Welbeck für 40 Millionen Euro zu Tottenham verkauft. Dafür konnten wir uns mit diesen 40 Millionen Euro eben Diarra kaufen und einen Ersatzstürmer. Und zwar sehen wir ihn hier auf der Bank, Marcus Rashford. Das Supertalent von Man United haben wir für 20 Millionen Euro verpflichtet. Was ein klasse Deal das ist. Der Wonderboy von Man United spielt jetzt für uns. Und wir werden sehen, wie er sich macht. Auch haben wir Ødegaard für 2 Millionen Euro noch gekauft, um ihn so ein bisschen aufzubauen, ein bisschen zu pushen, ein bisschen zu trainieren. Und dann haben wir vielleicht irgendwann mal Verwendung für ihn. Auf jeden Fall ist das jetzt so die Mannschaft, die ich mir immer gewünscht habe. Auch haben wir El Shaarawy verpflichtet, eben gegen Oxlade-Chamberlain getauscht. Und das ist Nastasic und er macht es 1-0. Klasse Anfangsphase hier. Nastasic, nach 5 Minuten steht es ja schon 1-0. Gilavogi ist ein guter Abräumer fürs Zentrum da hinten. Ein richtig guter Schaka-Ersatz, wenn der mal keine Kraft mehr hat oder sowas. Jetzt haben wir ein Problem, wir haben nur keinen Rechtsverteidiger mehr. Diarra! Boah. Vielleicht werden wir dafür dann Chambers zurückholen, der ja momentan verliehen ist. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall haben wir Chesney zurückgeholt. Von AS Rom. Da war er ja hin verliehen. Den haben wir jetzt eben zurückgeholt. Und Gilavogi probiert's. Naja, eben, wir haben ihn zurückgeholt, weil wir eben noch einen zweiten Torhüter brauchen. Ich wollte keinen kaufen, wenn wir Chesney eh haben. Und der ist ja gar nicht so schlecht, ist eigentlich im besten Fußballeralter. Als Torwart ist man mit 30 Jahren ja immer noch jung, aber er ist noch nicht mal 30, er ist glaube ich 27, 28, irgendwie sowas. Und ja, dann haben wir ihn eben zurückgeholt, die Leihe beendet. Oh, und hier ist die Möglichkeit zum Ausgleich. Nein, Chesney ist da. Bin gespannt, wie sich Samuel Eto'o macht. Ich meine, Cavani und Modest sind direkt mit ihrem ersten Spiel mega eingeschlagen. Vor allem Cavani, der in seinem ersten Spiel an 3 Toren direkt beteiligt war. 2 davon selber gemacht, 1 vorbereitet. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Eto'o mit seinen 35 Jahren ist nicht mehr dafür da, um das Spiel im Alleingang zu entscheiden. Die Zeit ist schon längst vorbei. Die hat er damals bei Barcelona noch. Dann war er ja mal in Russland. Jetzt ist er in der Türkei gewesen. Und jetzt spielt er in England beim FC Arsenal noch ein paar Wochen und Monate. Vielleicht nur noch diese Saison, vielleicht noch die nächste. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie seine Entwicklung auch ist, wie er sich von seinem Gesamtwert her verbessert oder verschlechtert. Wir werden sehen. Auch allgemein, wie er einfach in die Mannschaft passt, muss man einfach gucken. Das hat bei Sturridge ja zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Da hatte ich nie das Gefühl, er gehört zum Team. Welbeck, dafür hatte ich echt gerne in der Mannschaft. Aber auch bei ihm hatten wir das Problem, er war kaum torgefährlich. Und ja, ich hatte das Gefühl, er ist einfach am Leistungslimit angekommen mit seinen 26, 27 Jahren und seinem 81er Gesamtwert.
Da haben wir mit Rashford für 20 Millionen Euro einen 78er geholt, der gerade mal 18, 19 Jahre alt ist und der durchaus viel Potenzial hat, da noch eine richtig große Karriere hinzulegen. Jetzt erstmal El Shaarawy hier. Der hat genauso das Potenzial. Oxlade-Chamberlain hätte es natürlich auch gehabt. Aber El Shaarawy ist schon eine geile Nummer. Und das ist das Tor von El Shaarawy. Super Debüt auch von ihm. Vom El Pharao, sagt man das so? El Pharao, irgendwie so. Der Pharao auf jeden Fall. Hat ja ägyptische Wurzeln. Hat sich dann aber für Italien entschieden. Was man ihm auch nicht übel nehmen kann. Samuel Eto'o. Bellerin. Ja. Walk it. El Shaarawy. Walcott. Oh, schade. Oh. Eto'o. Wird er leicht abgedrängt. Flanke kommt trotzdem. Aber nochmal die Möglichkeit für Eto'o. Nein. Der Ball ist weg. Hohoho. Gelbe Karte wird kommen. Livermore. Kommt nicht vorbei. Das ist das Foul. Jetzt gibt es die gelbe Karte für Bellerin für diese harte, harte Grätsche. Meter. Komm, Eto'o, probier's halt aus. Wenn er das Ding reinhaut, macht er sich unsterblich. Boom! Abgefälscht. Eckball. Diarra. Gabriel. Nee. Das war's mit der ersten Halbzeit, schätze ich jetzt einfach mal. Und das war's auch. Erfolgreiche erste Halbzeit, kann man durchaus zufrieden damit sein mit diesem 2-0. Jetzt werden wir noch die anderen Transfers sehen. Hier, Rashford. Bringen wir jetzt mal für Eto'o. Ødegaard bringen wir rein. Für Dier. Und wen wollen wir noch sehen? Modest können wir. Nee. Den bringen wir doch. Nee. Da bringen wir. Nee. Nee, wir lassen das. Oder? Doch, komm, wir wechseln. Bringen wir eben noch Wiltshire rein für Diarra. Bellerin. Wiltshire. Oh Gott. Den Ball kann man schon mal kriegen. Vor allem, wenn man Walker heißt und sehr schnell ist.
Mbokani. Oh. Oh. Gerade noch mal so gut gegangen. Boah. So, jetzt mal. Kontermöglichkeit. El Sharawi. Foul. Verdiente gelbe Karte. Das ist jetzt was für einen Linksfuß, Rechtsfuß. Ja, Wilshers Linksfuß. Ja, Walker könnte es probieren. Oh je, oh je. Lassen wir das lieber mit Walker. El Sharawi. Wieder El Sharawi. Rashford. El Sharawi. Gute Grätsche. El Sharawi gefällt mir richtig gut hier bei seinem Debüt. Und hier gibt es noch Gelb für Gilavogi. Muss man nicht geben, aber naja. Mbokani ist jetzt durch. Mbokani. Oh, Bellerin klärt nicht gut. Aber dann ist die Sache doch noch gegessen. Walker hat jetzt enorm viel Platz. Das war nicht gut gelöst. El Sharawi. Rashford. Schade. Jetzt läuft der Ball einfach mal so dahin. 2-0 Führung immer noch. Oh, jetzt aber Hull City. Oh je. Jetzt gehen sie auf einmal offensiv. Volle Pulle nach vorne. Das können wir ausnutzen. Für gut rausgespielten Konter. Ich sagte gut rausgespielt, nicht Müll. Oh, das war kein Abseits. Schiri. Genau. Eckball. Letzte Möglichkeit da. Der Torwart ist mit vorne.
Och nein. Oh, noch eine Ecke. Wieder ein Ball für Wiltshire, für Szczęsny. So, und jetzt eine Linie nach vorne. Vielleicht geht er ja rein. Vielleicht geht er ja rein. Nee, der geht nicht rein. Oh, Szczęsny, jawohl. Oh mein Gott. Was war denn das? Unglaublich. Wiltshires Bundesliga-Tor Nummer 1 ist wahrscheinlich das skurrilste, was wir bislang geschossen haben. Und das war's. 3-0 gegen Hull City. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss.